So, da sind wir wieder. Wir hatten eine kleine Unterbrechung, 6 Minuten Differenz. Was in der Zwischenzeit passiert ist, wir sind von dort, sind wir ja das, die Leiter hoch und da drauf und dann ist irgendwann dort vorne die Aufnahme abgebrochen, weil meine externe Festplatte von 3 Terabyte voll mit Aufnahmen war gerade. Wir haben in den 6 Minuten geschafft, da wegzugehen. Daher zu laufen, hierher, hier sind wir hochgelaufen, habe ich hier ein Geräusch gehört, bin wieder zurückgelaufen, dahin hin habe mich kurz versteckt und dann bin ich wieder langsam wieder hier hoch und bin jetzt halt hier leise am Gehen. Habe da vorne das Ding manipuliert. Nicht das. Vielleicht hört man es ja so ein bisschen da vorne. Habe ich manipuliert, bringt nur leider nichts, weil das hier schon viel zu leise ist. Und dann bräuchten wir es hier vorne. So, wir haben ausgekundschaftet, dass hier vorne 2 Leute sind, dort etwas zu explodieren ist und die Wagen sind. Mehr sehen wir leider von hier nicht. Und ja, wir wollen halt Stealthy jetzt noch zu Ende durchgehen. Ach, die reden einfach ganz normal. Das war es, was von mir Angst gemacht hat. So. Ich habe in der Zwischenzeit, wo ich gemerkt habe, scheiße, die Aufnahme ist abgebrochen, was ist denn jetzt los? Das ist natürlich Kacke. Okay, die 6 Minuten waren jetzt uninteressant, aber ist halt trotzdem Kacke. Und ja. Ich habe ein bisschen was von externen entfernt. So alte Sachen, die ich nicht mehr brauchte. Eigentlich ein Let's Play, das ich noch hochladen wollte, wozu ich aber die Genehmigung nicht kriege und es deswegen sein lasse. Deswegen habe ich es jetzt einfach gelöscht, weil die meldet sich nicht mehr. Schade aber auch, aber ich brauche halt, wie gesagt, die Genehmigung dafür. Ansonsten gibt es einfach nur Probleme. Scheiße. Da ein. Scheiße. Müsste nicht noch hier irgendwo einer sein? Da ist er. Den wollen wir natürlich jetzt auch bis unbemerkt töten. Unsere Chance. Das hat jetzt niemand gemerkt, das ist gut. Die können wir auch eben so töten noch. Den glaube ich auch. Obwohl der rechts mir gerade ein bisschen Angst macht. So. Der auf dem Turm macht mir ein bisschen Angst und da oben sind natürlich auch noch welche. Fuck, den Weg da hätten wir nehmen können, wenn wir von anderen gekommen wären. Da ist einer am Geschütz. So. Hier oben sehe ich jetzt so jemand, der mir auf die Schnelle gefährlich wird. Problem ist, von dieser Seite kamen wirklich Unmengen beim letzten Mal. Fuck.
Weiß auch nicht, wie ich das Ding da hinten ausschalten soll überhaupt. Was ich jetzt was? Heißt das, ich kann... Nein, das heißt bestimmt nicht. Soll ich hinten her oder was? Oder wie komme ich da überhaupt hin? Wo kommt dieses Gequatsche? Information bleiben. Fuck you, fuck you. So. Ach, da ist noch einer. Ich dachte mir, das kann nicht alleine sein. So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Juhu. Damit haben wir die beiden weg. Jetzt geht es halt darum, was ist mit dieser Höhle? Was ist mit diesem Turm? Da ist auf jeden Fall jemand in der Höhle, wie ich es gehört habe. Merda, abbiamo compagnia. So, ich hab... Scheiße. Ach da. So. Ich soll es hier vorne, kann man scheinbar das Geräusch von da hinten benutzen, um die Leute umzubringen. Ich kann die Panzerschreck benutzen, um da hinten abzuschießen. Haha. Scheiße. Wenn ich irgendwo hingehe, wo ich ihn erwische. Fuck. You. So. Nur nicht nachlässig werden. Das Problem ist, wenn ich das Ding zerstöre, kann es sein, dass du noch lange nicht genug bist. Scheint es hier drin ziemlich sicher zu sein. So, Anmerkung zum Überleben: Feindliche Scharfschützen. Achte beim Durchqueren von Gegenden, die vom Gegner gehalten
werden auf Scharfschützen in erhöhter Position, die sich unter Umständen gut getarnt und sorgfältig ausgewählten Aussichtspunkten befinden können. Mit Hilfe deines Fernglases kannst du aus sicherer Position alles auskundschaften. Zur Not verraten sich Scharfschützen auch anhand der Reflexion ihrer Zielfernrohre, obwohl es dann meist zu spät ist. Nein, nicht wirklich. So, hier gibt es keinen zweiten Weg. Ich habe gedacht, das hier ist vielleicht ein zweiter Weg. Aber wir haben uns geirrt. Tja. Nicht jeder kann alles direkt wissen. So, jetzt müssen wir gucken. Wenn schon diese Notiz da ist, muss ich wohl Ausschau nach einem Sniper halten. Hm? Als letztes kam auch von dieser Seite aus dort vorne jemand hergelaufen, so ein Sniper. Habe ich da nicht gerade einen Blitzen gesehen? Wir brauchen eine komische Position für einen. Ach du Scheiße. Die haben zwei Panzerfaustfritzen da. Was soll denn der Bock messen? Aha, da haben wir was zum Explodieren, bringt aber nicht viel. So, da sehen wir so nix. Da haben wir das, das ist schon klar. So, den Weg einzeln abgehen. Da ist der erste, dort haben wir Munitionspack. Dort können wir den auf dem Turm erschießen, das ist ja schon mal ein Anfang. Nein. Scheiße, ich höre nicht, wie die nachladen und so. Der ist recht nah. Komm schon. Puh. Hat gut geklappt. Zwar Nummer 1 auf der Seite dort. Oh, genau durchs Auge. Die dort machen scheinbar weiter. Die laden gerade nach. Oder auch nicht, wollte ich gerade sagen. Scheiße, sie haben den auf dem Turm bemerkt, wie der erschossen wurde. Ist ja auch eine unfeine Sache. So, ich glaube, die laden gerade wieder nach. Komm schon. Yes, so, drei sind auf der anderen Seite schon erschossen. Weitere müssen ausgekundschaftet werden. Einer müsste auf jeden Fall noch da drüben sein. Nur nicht nachlässig werden. Da. Sonst niemand? Ja, von hier kann ich den erwischen. Und das kann ich auch sogar machen. Ich glaube, die schießen. Scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die schießen gleich und dann das. Nur nicht nachlässig werden.
Komm schon, und? Was? Ich erwisch den nicht. Okay. Komm, diesmal aber. Ich glaube, da war noch ein Geräusch. Es scheint ganz so. So, jetzt haben wir die MP gegen Panzerschreck ausgetauscht. Haben aber nur einen einzigen Schuss, das ist nicht gut. So. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um, nach vorne. So, einmal noch das machen. Ist hier soweit nichts mehr, aber wir wissen auch nicht, was da im Zelt ist. Was ist das mit diesem Flugzeug? Ich hasse so dämliche Nebengeräusche. Die man denken könnte, die wären im Spiel, sind es aber dann nicht. So. Wir haben das. Da haben wir niemanden mehr. Sieht soweit clean aus. Das einzige, wo was sein könnte, ist halt wie gesagt das Zelt. Da gehe ich dann lieber auf diese Seite entlang. Hier haben wir auch schon das Explodieren, das wir als Dämpfer nutzen können. So. Wir nehmen mal lieber die raus. Da ist nichts. Da ist nichts. Das Zelt ist vollkommen leer. Ah, Munition. Nein. Puh. Guck mal lieber hier. Halte die Augen auf. Gewisse Dinge noch ab. Den, der ist hinter dem. So, hier, ich will hier auch gar nicht laut losgehen. Auch wenn die es da hinten gar nicht hören dürften. Es ist trotzdem einfach miserabel. So, das wäre eine Möglichkeit. Ja, also ob wir da unten zum Beispiel entlang gehen könnten. Hier bei uns etwas, das explodieren kann? Ne, hier nicht. Vorne ist das nächste. Und da ist er. Den will ich. Puh, den hätten wir. Aber unter welchem Preis ist jetzt die große Frage? So, die sind jetzt alle
gewarnt. Das heißt, ein Stealth-Schuss, so wie gerade, schaffe ich nicht mehr. Ist auch Absicht, dass ihr nichts seht, also. Der ist der Nächste. Doch da hinten gäbe es keinen Weg. Das ist tatsächlich der einzige Weg dahin, das Zerstören durch die Panzerfaust. Und da hat man nur einen einzigen Schuss. Tja. Da wäre es jetzt gut gewesen, wenn wir selbst welche mitgebracht hätten. Sonst muss man gucken, ob man irgendwie eine Granate rübergeworfen bekommt. Haha. Auf diese Entfernung, ist schon klar. Puh, 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 puh. Man muss zusehen, was so geht hier. So, tut mir leid, dass ich schon wieder hier an der Stelle jetzt so hinterherlaufe. Aber wir sind fast durch mit dieser Mission. Und da werde ich es nicht anfangen zu riskieren, das Ganze zu failen auch noch. Da geht der. Das da hinten wird nur zum Explodieren. Oh, das hat aus... Nice! Das ist unsere Möglichkeit gewesen.